Herzlich willkommen beim Update zum ADBL Rimtector. Den hat man hier auf der Fahrzeugfahrerseite drauf. Und heute starten wir auch nochmal einen Test, denn seht ihr die Tage auch nochmal nach Bepa, nach Hessen. Ungefähr 800, 850 Kilometer insgesamt werde ich da aufs Auto draufspulen. Und da werden wir das Ganze auch nochmal so testen, dass wir es hinten auf der Heckklappe drauf haben und im gesamten Heckbereich des Fahrzeuges. Das heißt, wir haben innerhalb von 48 Stunden gleich mal, ja, eigentlich müssen es fast schon 1000 Kilometer dann drauf sein. Also schauen wir uns mal an. Erstmal ein kurzes Update hier an der Fahrerseite. Wie schaut es hier aus? Und dann tragen wir es hinten nochmal aufs Heck auf und dann gibt es nochmal ein kleines Fazit. So, und ich nehme das Ganze mal für euch aus der Aufstimme auf, weil das halt mit dem ganzen Rauschen doch ein bisschen unangenehm ist. Also hier, seht ihr nochmal, und jetzt, ich betone, das sind 3 Monate. 3 komplette Monate. Und man sieht hier schön, dass an der hinteren Tür das Abhärverhalten nochmal, finde ich, deutlich stärker ist als vorne. Natürlich wird vorne der Dreck aufgewirbelt und wird dann an der Seite Richtung Fahrertür geschleudert. Und weiter hinten hier, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich bin echt absolut positiv beeindruckt. Wir werden auch, wie gesagt, nochmal einen richtig schönen Vergleich machen. Hier vorne am Kotflügel das nicht beachten. Das ist ein anderes Produkt. Aber hier vorne an der Tür sieht man doch schon so ein paar Rückstände. Deswegen habe ich jetzt hier an der Fahrertür das Ganze nochmal für euch einfach komplett neu gemacht, sozusagen. Als hier nochmal mit aufgetragen. Und jetzt auch nochmal hier komplett abgespült. Und da seht ihr auch hier, Leistung wird sofort besser. Also es waren wirklich bloß ein paar Sekunden und hinten an der Tür haben wir immer noch den Zustand von vor 3 Monaten und den will ich natürlich auch aufrecht halten. Also hier sieht man das sehr, sehr gut, lässt sich auch super schnell wieder auffrischen und steht zwar drauf, halbe Minute bis Minute warten, aber ich muss echt sagen, hier, das ist absolut top. Also ich bin wirklich so, so positiv beeindruckt, das von, wie gesagt, nicht beachten, das gehört nicht dazu, aber hier an der Tür, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und für eine schnelle, einfache, super fixe Versiegelung. Hinten sieht man auch nochmal eine Testfläche. Wir beachten nur die linke Seite. Die habe ich nochmal frisch gereinigt. Und dann das Heck. Ihr seht auch nochmal die Rückstände vom Reiniger vorher abgestrahlt. Und jetzt werde ich das hier auch nochmal mit auftragen im Anschluss. Also auch da nochmal geht das am Heck des Fahrzeugs in den Test, weil da sind die Belastungen natürlich noch größer. Jetzt hier auch nochmal aufgesprüht. Ihr seht, zack, es reißt sofort auf. Und hier habe ich jetzt einfach nochmal mit drüber gespült rechts. Wie gesagt, beachten wir nicht nur die linke Heckklappenseite. Ansonsten hier, das können wir jetzt alles mit in den Test mit reinnehmen. Hier habe ich alles vorher richtig schön entfernt. Und da einfach schön gleichmäßig auftragen. Es kommt auch zum Thema Nassversiegelung in nächster Zeit noch ein bisschen was thematisch. Also wir bleiben an dieser Sache dran. Aber hier der ADBL Rimtector, ja, ich... Der ADBL hätte das auf jeden Fall anders benennen sollen, ganz klar, weil ihr könnt ihn wunderbar auf Lack auch einsetzen. Hier sieht man jetzt ein schönes Phänomen, bei allen Nassversiegelungen so beobachtet, an horizontalen Oberflächen, ihr seht oben drauf, muss der Film sich so leicht zurückziehen, aber an vertikalen Flächen geht es deutlich, deutlich schneller. Also wundert euch da nicht, das ist bei, ich glaube, ich habe noch keine Nassversiegelung gesehen, wo das nicht so ist, an vertikalen Oberflächen hier, zack, 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 zieht sich das super fix zusammen, auch wenn viel, viel Wasser drauf geht, ich gehe sehr, sehr nah ran mit dem Hochdruckreiniger und oben drauf, schauen wir jetzt nochmal, da sehen wir jetzt schön auf der linken Seite, wie sich der Wasserfilm fix zusammenzieht. Das ist typisch für eine Nassversiegelung auf einer horizontalen Oberfläche, sage ich nochmal was im Fazit dazu. Also hier sehr, sehr schön und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für so eine schnelle, einfache Versiegelung bin ich auch gespannt, wie lange das hält. Und dann können wir das in der nächsten Zeit mal uns anschauen. Es sind noch ein paar Tage bis zum Workshop und dann spule ich ja 1000 Kilometer drauf. Also wird sehr, sehr spannend. Das einfach mal mit als Referenz. Das ist nicht in der Wertung mit drin, aber hier das komplette Heck. Da bin ich gespannt, wie es sich schlagen wird. Ja, ihr könnt aber reinschreiben, ob ihr euch schon das nach Hause geholt habt und wie da euer Feedback ist. Würde ich mich sehr, sehr freuen. So, nach einer kurzen Pause bin ich für euch nochmal hier in der SB-Box und ich will das Ganze natürlich auch nochmal auf die Felgen auftragen. Das werde ich in das Video auch noch mit einbauen und zwar werde ich den Felgentest auch nochmal wiederholen. Denn ich hatte das letzte Mal auf meiner alten BMW-Felge getestet, die sind aber inzwischen verkauft und deswegen konnte ich das Update für euch nicht drehen. Deswegen hier der Rimtector auf die Felge, aber vorher sauber machen, ganz klar. Deswegen hier von der Verschmutzung her, naja, ich kann euch immer hier den Finger opfern. Wir gehen mal hier vorsichtig drüber und ich glaube, ihr seht es schon hier. Also... ja, ach, gleich mal Hände waschen im Anschluss. Also ihr seht viel, viel Brennstaub drauf. Und da gehen wir hier einfach mit dem Dr. Wack High End direkt rüber. Auch die Speich nochmal gezielt. Vergesst auch nicht unten mit drauf zu sprühen. Bei den dünnen Speichen kann man fast alles mit einmal erledigen und zack, fertig. Lassen wir jetzt ein bisschen einwirken und dann spülen wir das Ganze ab. Und dann gehe ich noch mit dem Shampoo-Wasser drüber. Dazu mache ich es immer so, während das einwirkt, einmal alle 4 Felgen einsprühen. Felgenbürste mit Shampoo, dann ungefähr 5 Liter Wasser. Und dann geben wir uns hier einfach einen kleinen Schluck vom Shampoo mit rein. Zack, reicht aus. Flasche eindrehen, fertig, keine Sauerei. Und jetzt können wir das hier mit der Felgenbürste
schon ein bisschen aufschäumen. Und dann haben wir hier ein richtig schönes Shampoo-Wasser-Gemisch. In der Zeit kann der Felgenreiniger einwirken. Ihr seht, hier färbt sich auch schon lila ein, fasst jetzt aber nicht mehr an, denn wir wollen das Ganze natürlich jetzt hier im Anschluss abspülen. So, ihr seht, wir haben richtig viel sanftes Shampoo-Wasser und da fangen wir einfach oben an, damit das Ganze hier auch schön nach unten laufen kann, den Schmutz weiter unten mit anlösen kann. Und dann geht es hier einfach los und ja, mit der Chemilux Felgenbürste, ihr seht auch schon mal hier, der Schmutz ist schon schön rausgegangen. Wir haben gar nicht viel Verschmutzung selbst hier oben, also immer genau nachkontrollieren. Wir kommen hier wunderbar an der Bremsscheibe lang, können hier auch schön hinter den Speichen reinigen, also fürs Reinigen sind die Felgen wirklich ideal. So, insgesamt sehen wir hier, Felgenbürste wird langsam dunkler, aber Vorreinigung mit dem Felgenreiniger sehr gut geklappt. Und jetzt geht es hier zwischen Sattel, oh ich liebe es, zwischen Bremssattel, Gehäuse und auch Felge geht ideal vorbei. Da kann man sogar die Bremssattel richtig schön sauber machen mit. Und richtig schön viel Shampoo-Wasser, richtig schön wegspülen ist alles. Das ist jetzt wirklich eine intensive Felgenreinigung. Es gibt auch viele, die strahlen nur ab. Ich gehe auch nochmal hier nochmal lang. Passt perfekt dazwischen. Ideal hier. Trotz der großen Bremsanlage geht perfekt vorbei. Absolut traumhaft. Super flach, so muss es sein. Ja, und damit habt ihr eigentlich alles schön gemacht. Ihr könnt jetzt auch nochmal hier die Speichen, die ganzen Zwischenräume mit abarbeiten. Aber das hat eigentlich der Felgenreiniger schon echt gut gemacht. Und wichtig ist natürlich, gleiten muss es und deswegen schön viel Shampoo-Wasser. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier mit dem Handschuh arbeiten, logisch. Geht sogar noch ein Tick einfacher, denke ich. Aber damit ist das Ganze erledigt. Felge komplett schön sauber. Und jetzt strahlen wir nochmal ab. Und jetzt werde ich gleich Folgendes machen. Und zwar, ich werde jetzt das einmal abstrahlen. Und bevor ich dann nochmal einen Chip reinwerfe, mache ich es so, dass ich einmal abstrahle. Dann sprühe ich mit dem Protektor ein. Und dann sprühe ich das Ganze gleich wieder mit ab. Alles gründlich abspülen, dann Rimtector, jede Speiche mitnehmen, jeden Zwischenraum, zack, 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 jede Speiche und fertig. Lasst ein paar Sekunden einwirken, wir können das natürlich dann auch ein bisschen zeitversetzt machen. Ich mache das Ganze jetzt an einer Felge, deswegen so 20 Sekunden sollten ausreichen und dann kann es jetzt losgehen hier mit dem Abstrahlen. So, schnell und einfach geht's. Ich hole euch ran und dann gucken wir uns das Ergebnis hier vom Rimtector direkt an. Leute, der grobe Überblick. Das sieht gut aus. Selbst hier Bremssattel, perfekt. Bremsscheibe hinten auch ein bisschen. Natürlich sofort bei jedem, beim kleinsten Bremskontakt sofort weg, logisch. Insgesamt, top. Ich hole euch nochmal hier ein Stück näher ran, damit ihr das auch noch mal aus der Nähe euch anschauen könnt. So, also hier. So muss es sein. Also wirklich für Felgen absolut top. Und ich habe schon ganz viel von euch gelesen. Ihr seid echt mega zufrieden damit. Schaut mir hinten. Richtig, richtig gut. Bremssattel. So, sehr, sehr schön. Insgesamt, also überall perfekt drauf, geht ultra schnell, ultra einfach und ihr habt wirklich ein sehr, sehr schönes Abwehrverhalten und das geht jetzt genauso mit in den Langzeittest nach Hessen zum Polierworkshop. So muss das sein. Auch wunderschön, auch an den Unterseiten hier. So, schön zu sehen. Perfekt. Damit kleines Fazit.
So, und dann geht's los. Der Langzeittest nochmal. Der läuft ja noch gleichzeitig mit dem GN Wetcoat auf dem Auto von meiner Frau, auf dem Cupra Born. Und gleichzeitig geht's auch nochmal hier in den Langzeittest. Man hat gut gesehen, auf vertikalen Oberflächen, das heißt Heck, Seite, ist eine Nassversiegelung wirklich top geeignet. Auf einer horizontalen Oberfläche ist die Hydrophobie nicht so extrem wie bei einer Sprühversiegelung, die richtig im oberen Drittel mitspielt. Oder auch hier, sagen wir mal, Brillenshine Detailer, Synthetic Spraywax und alles, was dazugehört. Aber das wissen wir ja. Egal ob Nassversiegelung oder so Schaumversiegelung, alles ist so in dem Bereich, dass es auf den horizontalen Oberflächen ein bisschen langsamer abläuft und an den vertikalen Flächen doch ein Tick schneller. Aber bei wem es einfach schnell gehen muss, wer eine einfache Anwendung will, ich habe es hier einmal jetzt auf der Fahrzeugseite nochmal aufgefrischt jetzt hier im Update und das Ganze auch wirklich nur ein paar Sekunden einwirken lassen, geht perfekt. Und hier hinten am Heck hat man es ein paar Sekunden länger, also hat man so eine halbe Minute, 40 Sekunden, geht auch sehr, sehr gut. Also insgesamt gefällt mir das Handling vom RimTactor wirklich sehr, sehr gut. Ich sag's nochmal, ADBL hätte da einfach Wet Sealant draufschreiben sollen. RimTactor ist für viele ein bisschen verwirrend, weil suggeriert erstmal nur für Felgen, aber Felgenlack und Autolack, Lack ist Lack. Also probiert es gerne mal aus, bis zum nächsten Mal und lasst es nie in der Sonne eintrocknen, ganz klar. Und damit sehen wir uns dann nach unserer kleinen Workshop-Polierreise wieder, wenn wir aus Bebra aus Hessen zurück sind und schauen uns an, was der hier noch kann. Bis dahin Leute, haut rein, lasst ein Abo dabei, Fragen jederzeit erreichbar. Also Sebastian, ciao!